In den frühen Morgenstunden des 20. September kam es in Magdeburg an mehreren Orten zu Bränden. Diverse Mülltonnen im Bereich Haselbachplatz, Damaschkeplatz und der Ackerstraße brannten. In der Keplerstraße wurde dabei eine Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. An einer Baustelle in der großen Diesdorfer Straße zündeten unbekannte Täter im gleichen Zeitraum Baumaterialien an. Der Sachschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich. Da bereits von solch vermeintlich kleinen Bränden ein großes Gefahrenpotenzial ausgeht, bittet die Polizei um Mithilfe. Personen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat und deren Begehung machen können, werden gebeten, dieses telefonisch in der zuständigen Dienststelle unter der 0391 546 32 92 zu melden.